So, jetzt gibt's wieder Rangkämpfe hier aus dem Kampfstadion in Pokémon Karmesin und Purpur. Und heute habe ich Regen dabei, und zwar den richtig starken Regen, der in Australien das große International gewinnen konnte. Das Team ist von Gavin Michaels und der ein oder andere von euch wird es sicherlich auch kennen. Hat ordentlich eingeschlagen, konnte wie gesagt in Ozeanien da alles gewinnen, alles hinter sich lassen und Delfinator damit nach dem Sieg in Orlando auch, ja, da erneut auf Platz 1 gewesen, also wirklich stark. Delfinator, den sollte man hier nicht so schnell abschreiben, nicht vergessen. Dieses Team hier ist auf jeden Fall auch ziemlich darum gebaut, hat eben mit Pelipper den Niesel-Support, um noch heftiger mit Wasser reinhauen zu können. Also Delfinator hier auch mit Terra-Typ-Wasser. Dann Düsenhieb mit der mächtigen Prio-Wellentackle als, ja, vor allem Draufhauer-Attacke. Und dann sehr, sehr cool, wie ich finde, hier noch mit Dunkelnebel. Auch nochmal zusätzlich interessant, also Delfinator eins der wenigen Pokémon, die hier überhaupt Dunkelnebel-Haze haben können. Aber auch die beiden Drachen hier sind interessant, also Doppeldrache gehört auch zu diesem Team mit Espinodon, was mit dem Drachenzahn da vor allem auch mit dem Großklingenstoß super reinhauen kann. Dragoran hier mit Multischuppe und Brunusbeere, bisschen geschützt vor allem Verbrennungen vom Gegner, gegen Schlaf sicherlich auch hilfreich, und hat hier den Eiskreisel, einfach um gegen Psycho-Spam auch ordentlich was zu haben. Eiskreisel macht einmal Feldeffekte kaputt und da möchte man vor allem die Grimanzo-Servol-Duos mit erwischen. Und dann haben wir hier oben noch Eisenhand, der ja bekanntermaßen wirklich sehr, sehr stark ist hier unter den Paradox-Viechern. Und Huzassa sitzt dann noch tatsächlich mit Terra-Typ Stahl, also auch interessant. Ja, sehr cooles Team, was auf jeden Fall auch nach dem Sieg in Australien deutlich populärer geworden ist. Sieht man dann jetzt häufiger. Ihr habt hier den Teamcode oben rechts. Ich füge genau nochmal in die Videobeschreibung. Könnt es auf jeden Fall ausprobieren. Ist hier ein aktiver Code. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Stadion und gucken, was Regen da momentan so reißen kann. So, also ich hatte hier bisher zwei Kämpfe erst gemacht in dieser Saison. Muss auf jeden Fall da nochmal ein bisschen nachlegen. So sind wir gerade hier in Hyperball. Aber ich denke, das sollte für diese Folge nochmal okay sein. Schauen wir auf jeden Fall mal, was uns da entgegenkommt. So, da haben wir auf jeden Fall ein Zamora, heißt unser guter Gegner hier. Und hat tatsächlich Eisenbündel, Huzassa, Saltigant, Donnersichel, Mimikma und auch ein Eisenhand dabei. Und ich denke, hiergegen können wir den Regen sicherlich auch ganz gut ausspielen. Muss natürlich hierbei generell bei Delfinator immer bedenken, man will ihn am ehesten in der Heldenform haben. Also er kann auch, ne, hier mit Zauberwasser, Niesel-Support und wenn er kristallisiert, er kann auch wirklich in seiner normalen Form schon mal ordentlich reinhauen. Aber im Normalfall will man natürlich gerne wechseln für die Heldenform, für die besseren Werte. Und deswegen stellen wir den hier nochmal nach vorne. Und daneben finde ich hier gerade Dragoran ganz interessant. Auch wegen Huzassa können dann hier vielleicht eigenes Huzassa und Pelipper nochmal hinten haben. Und dann müsste das doch hier erstmal ganz gut dagegen stehen. Schauen wir mal. Also viel Fokus von dem Team ist tatsächlich einfach unfassbar viel Schaden mit Wasser zu machen. So, der Delfin hier wirklich der MVP des Teams. Haben wir jetzt Espinodon nicht mitgenommen, den wollen wir natürlich auch nicht vergessen. Er kann auch super gut reinhauen.
Okay, Seilzieger und Eisenbündel. Nicht unbedingt der Lied, mit dem ich gerechnet habe, aber okay. Eisenbündel auch super nervig hier direkt mit Gefriertrockner. Trifft da halt nun mal wirklich alles. Aber ein Terra-Ausbruch mit der Flugkristallisierung und dann nach dem Turbo-Tempo sollte dafür sorgen, dass er uns hier nicht mehr allzu viel Stress macht. So, Gefriertrockner trifft halt wirklich, ja, gerade erstmal alles hier. Also den Pilz, den wir einwechseln, natürlich auch nochmal sehr effektiv. Pelipper doppelt effektiv sogar, den Delfin trifft es. Und Dragoan hat hier natürlich auch erstmal, auch nach der Kristallisierung, immer noch eine Eisschwäche. Und vorher, ja, auch die doppelte, immerhin mit Multischuppe. Hier dann alles halb so wild. Tatsächlich geht es sogar auf Dragoan. Das ist doch ganz wunderbar gelaufen. Jetzt kriegen wir den Flugterra-Ausbruch da in Bündel und zusammen mit Turbo-Tempo sollte das dann als nächstes killen. Der Salzige fängt jetzt hier an einzusalzen. Ich soll gleich gucken, dass wir den dann noch gut wegkriegen. Also mein aktueller Plan wäre, den mit unserer geballten Wasserpower dann hinten rauszunehmen. Ja, kommt hier Schutzschild, war jetzt ein bisschen offensichtlich. Als nächstes auch Dragoran sicherlich einsalzen. Kurz mal die Gelegenheit genutzt, um Dragoran nochmal ein bisschen zu heilen. Pollenknödel von Hutsasa. Echt praktisch. Und hier nochmal die Hälfte wieder zurück. Ja, jetzt ist die Frage, ob wir denken, dass Eisenbündel rausgeht. Immerhin haben wir ihn gerade sehr mit dem Turbo-Tempo da bedroht. Und ich denke, wir gehen mal darauf, dass hier gewechselt wird. Und mit Terra-Ausbruch plus Spore in den Slot sollten wir da ganz gut den Switch erwischen. Und tatsächlich, Eisenbündel hat hier keine Lust, einfach gegen Turbo-Tempo rausgenommen zu werden. Switcht Mimikyu ein und das ist natürlich der Switch-In, den wir hier auch am ehesten erwarten können, solange Mimikyu auf der Gegnerseite ausgewählt wurde. Denn mit dem Geisttyp hätte es natürlich das Turbo-Tempo einfach mitgenommen, ohne Schaden. Aber da wir auf Terra-Ausbruch gewechselt sind, vernünftigerweise, ist da jetzt auf jeden Fall das Genick auch gebrochen. Und Spore haben wir auch noch drauf gekriegt. Also auch ein schlafendes Mimikyu zusätzlich. So, und ich würde sagen, wir fokussieren uns dann weiter auf diesen anderen Slot von Ganganuckel. Es ist nicht unbedingt immer, kommt auch aufs eigene Team an, ist auf jeden Fall nicht immer zu raten, Ganganuckel nicht anzugreifen. Ich mache das jetzt hier nochmal und ja, spiele das so als Plan aus, wie gesagt, dass sich der Delfin dann am Ende drum kümmern darf, zusammen mit Pelipper. Ja, man muss schon mal ein bisschen aufpassen, also wenn man sich zu sehr denkt, ja, der darf da ruhig stehen, salzen und dann hauen wir ihn schon noch weg, kann das auch schon mal schief gehen. Gerade wenn dann noch die Kristallisierung am Ende kommt. Fürs Erste lassen wir ihn auf jeden Fall eher in Ruhe und haben uns jetzt darum gekümmert, dass Mimikyu weg ist. Nutzen die Gelegenheit erneut, um hier die KP auf Dragoan auch wieder aufzufüllen. Wäre jetzt schon auch besiegt tatsächlich, ohne die beiden Pollenknödel. Tatsächlich super, super praktisch, der Move. Ja, jetzt kommt Eisenbündel. Könnte nochmal Schutzschild machen. Ansonsten erwischen wir ihn jetzt mit dem Turbo-Tempo. Diesmal drücke ich es auch, weil je nachdem denkt er sich jetzt, ja, wir haben eben da den Switch predicted. Vielleicht gehen wir jetzt nochmal mit Terra-Ausbruch drauf. Und tatsächlich, es kommt kein Schutzschild, er lässt es diesmal einfach stehen. Und diesmal drücken wir aber das Turbo-Tempo und
Ja, nehmen Eisenbündel hier komplett sicher raus. Jetzt haben wir noch nicht so viel vom Regen gezeigt, ne? Ich wollte natürlich hier vor allem den Regen zeigen. Das ist auch ein bisschen das Ausschlaggebende an dem Team, würde ich schon so sagen. Was hier nochmal wirklich die Power des Regens in Regelsatz B gezeigt hat. Und tatsächlich hatte selber noch den Hutsasser hier, was wirklich super praktisch ist, denn den treffen wir unfassbar sehr gut mit Flugterra-Ausbruch. Das war auch die Idee hier hinter an dem Dragoran-Lied, um gegen gegnerisches Hutsasser da auch nochmal ein bisschen besser zu stehen. Jetzt kommt hier erstmal der Schutzschild, konnte man durchaus erwarten. Möchte da aber trotzdem auch bisher nichts in den Salzigen hauen. Das wäre an dieser Stelle nur Schaden, der dann gleich wieder geheilt ist. So, wir machen trotzdem ein bisschen was, weil ich nochmal Pollenknödel auf Dragoran hier klicke. Ist diesmal nicht viel, aber ein paar KP kommen nochmal zurück. Und genau, also auf der einen Seite muss man, wenn man das so spielt wie ich gerade, hier, wenn man sagt, okay, der Salzige, der darf da ruhig salzig sein. Vielleicht switchen wir jetzt doch mal den Pilz auch raus. Dann lebt er nochmal mit seiner Belebekraft. Und dann holen wir uns schon mal den Regen. Was ich sagen wollte ist, genau, weil, wenn man das so macht, hat man halt den Vorteil, dass man ja nicht darauf läuft, Schaden auf den Salzigen zu machen, den er sich dann eh wiederholt und man hat dann effektiv eher nichts gemacht. Das ist der Vorteil davon, aber wie gesagt, man muss schon mal ein bisschen aufpassen. Der Salzige kann tatsächlich schnell Situationen rausspielen, wo er dann ganz alleine noch alles einsalzt und kaputt steht. Deswegen ist nicht immer die beste Idee. So, jetzt ist hier der Pilz kristallisiert. Das hat natürlich den Vorteil für den Gegner, dass er hier von dem Terra-Ausbruch nicht stirbt, sondern 50% Schaden kriegt. Andererseits wissen wir jetzt, dass Gaganakel, dass der Seitigant da seine Wasserschwäche behält und das ist fast noch angenehmer. Also, so sieht es nun wirklich so aus, dass der Plan ganz gut aufgeht. Und wir hier den Seitigant dann noch mit der Wasserpower loswerden. Ist die Frage, ob der Held überhaupt noch reinkommt. Ich drücke jetzt hier mal die Hydropumpe in den salzigen Terra-Ausbruch. Haben wir gesehen, würde jetzt reichen für Hutsasser. Also entweder kommt hier nochmal Schutzschild oder ja, es würde einfach sterben. Tatsächlich kommt der Schutzschild. Wir treffen jetzt die Hydropumpe nicht. Damit geht es auf jeden Fall für Seitigant noch ein bisschen weiter. Ah, natürlich jetzt auch nochmal doppelt übel mit der Prunusbeere von Dragoran hier. Da hat die Pilzspore dann auch nichts mehr machen können. Und ja, gut, das haben wir nochmal ein bisschen zurück ins Leben geholt, brauchen wir aber wohl nicht mehr. Jetzt kommt einfach Wellentackle, der nächste Terra-Ausbruch und dann ist dieses erste Game hier ziemlich durch. Und da ist er, der Delfin als Held. Und Wellentackle, das sollte den Kill locker entspannt ziehen hier. Und Terra-Ausbruch haben wir auch gesehen, hat gerade die 50% gemacht, wird dann auch gut Sasser rausnehmen. Tatsächlich Seitigant hier mit dem Schutzschild. Und eine Sache, die ich gerade nicht hundertprozentig beachtet habe, ist, dass hier in dem Team Delfinator schneller ist als Dragoran. Was bedeutet, wenn er jetzt Wutpulver gemacht hätte, hätte er den Vayne-Tackle weggezogen. Und das wäre gar nicht mal so gut gewesen. Aber ja, kam Schutzschild von Seitigant. Jetzt ist es halt wirklich nur einmal noch der Vayne-Tackle hier drauf und dann ist es wirklich GG. Das sieht der Gegner genauso, gibt es an dieser Stelle auf. Ja, Regen in der Form wirklich sehr stark. Kann man auch immer noch
gut spielen, würde ich mal behaupten. Hier in Regelsatz B. Oder auch Serie 2. Muss sagen, ist schon sehr vernünftig. Hätte man vielleicht von Anfang an drauf kommen können. Das ist schon sehr vernünftig, dass wir jetzt hier zu dem Zählen der Seasons mit Zahlen, dann was die Regeln angeht, Buchstaben haben. Ist schon, war schon ein guter Einfall. So, dann gucken wir mal. Vielleicht kann sich hier Regen ja die ganze Folge über durchsetzen. Das wäre doch noch mal was. Da haben wir auf jeden Fall ein Dondoso-Team als Gegner. Muss ich kurz mal überlegen. Weiß ich gar nicht. Ah doch, natürlich. Delfinator hat hier ja Haze, den Dunkelnebel. Das ist so der gute, starke Counter hier in dem Team gegen Dondoso. Also merken wir uns das, wenn Dondoso kommt, dann haben wir hier Delfinator auf jeden Fall dagegen. Muss man halt auch ein bisschen bedenken, dass man auf den Delfin dann aufpasst, weil wenn man ihn einmal ausgespielt hat und hat dann hinten raus, wenn der Heraschei Dondoso hier hinten rauskommt, dann sein Dunkelnebel nicht mehr, dann könnte es übel werden. Was könnten wir hier noch? Vielleicht nehmen wir jetzt mal Espinodon, einfach damit wir ihn gebracht haben. Weiß nicht, ob das so eine gute Entscheidung ist hiergegen, aber nehmen wir ihn mal mit. Wollen ja hier auch immer ein bisschen die Teams präsentieren, die Mons zeigen. Espinodon da hinten raus. Okay, jetzt kommt hier direkt Dondoso vorne. Das ist natürlich überraschend, aber das bedeutet auch für uns, dass ja, wir den Dunkelnebel jetzt direkt raushauen können. Beziehungsweise bin ich nicht ganz sicher, ob der Delfin hier plus zwei Erdbeben sicher lebt. Ich denke mal, aber wissen tue ich es jetzt wirklich nicht. Also ist halt auch nochmal die Frage, wie es aussieht hier mit den Werten in der Nicht-Heldenform. Ich denke, so Schutzschild plus Pilzspore ist vielleicht erstmal eine Möglichkeit, um hier um rund zu kommen. Sollte ja dem Hutsasser auch erstmal nicht zu viel machen. Da kommt Auftischen. Tatsächlich hätten wir einfach direkt Dunkelnebel hier klicken können. So bekommen wir gute 50% auf Hutsasser. Bäre wird allerdings aktiviert. Könnten wir auch nochmal so ein Auftischen mitnehmen. Allerdings jetzt auch ein Angriffsboost mehr. Beziehungsweise gleich keinen mehr. Ja, das hat doch super funktioniert. Also wir drücken einfach Dunkelnebel. Dann war's das mit den Boosts. Und dann bringen wir unser Excalibur hier rein, was jetzt tatsächlich so aussieht, als hätte es sich sehr gelohnt. Denn trifft jetzt hier mit Drache das gegnerische Heraschei dann auch ordentlich sehr effektiv und kann eine Menge Schaden auspacken. Und da ist der Dunkelnebel
Wunderbar. Vielleicht dann jetzt erstmal Hutsasse. Dann können wir danach so einen potenziellen Drakometeor von den gegnerischen Tatsugiri wegziehen und mit Espinodon hier weiter eskalieren, würde ich sagen. Gerade wenn wir den Großklingenstoß machen, immer dran denken, danach bekommt man doppelten Schaden. Wenn man danach von gegnerischen Attacken getroffen wird. Und mit dem Drachenzahn und ja, ohne den Boost von Herashai hier, da zieht das auch einfach mal den Kill. Gar keine Augen mehr gerade gesehen bei Herashai. Also es hat sie geschlossen, ne, weil es schläft, aber gerade als gestorben ist, habe ich auch gar keine mehr gesehen. Hat da Herashai gerade seine Augen verloren? Ja, sie waren nur zu, weil es gepennt hat. Ist hier teilweise auch verwirrend damit. Manche Pokémon machen gar keinen, gar nicht die Augen zu. Ja gut, jetzt ist da halt so ein Talonflame, ne? Der macht mir auf jeden Fall nicht zu viele Sorgen. Ich mache jetzt hier mit beiden Schutzschild und dann machen wir den Wutpulver Großklingenstoß. Würde ich sagen. Eissturm, genau, okay. Eissturm. Hätte mehr Respekt vor dem Drakometeor, wie gesagt. Okay, Verhöhner wäre ja auch für Hutsasa noch da gewesen. Ja, fand ich jetzt eher. Bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt. Hätte ich so nicht mitgerechnet. Ja, machen wir. Wir bleiben dabei. Wutpulver, Großklingenstoß. Und dann haben wir ihn auf den letzten zwei Mons. Sehe nicht, wie er drumherum spielt. Also, klar, Sturzflug würde gut Schaden machen. Allerdings, ja, haut er sich dann auch selber. Ja, tatsächlich ändert er jetzt zu Sturzflug. Und wir leben aber. Und ja, sorgt dafür, dass er keine Orkanschwingen mehr hat hier. Tatsächlich zusammen mit Eissturm hat er hier den Kill gekriegt. Auf Hutsasa. Aber gut. Mit der Kristallisierung hätten wir sicherlich da auch nochmal ein bisschen was anders machen können. Andererseits, ja, haben wir jetzt hier die Situation, dass der Delfin gleich auch einfach mit Düsenhieb hier alles rausnimmt. Düsenhieb und den Espinodon kristallisieren wir dann vielleicht noch in Gift, was gegen Flutterman natürlich super gut ist. Ansonsten steht jetzt hier Espinodon natürlich bisschen schwach gegen Fee. Und da wäre auch schon die Mondgewalt gekommen. In Espinodon, die wir hier natürlich nochmal mit dem Schutzschild blocken. Rückenwind wird auch nochmal geholt. Gegen Düsenhieb gleich sicherlich nicht so das Thema. Könnten selber noch einen Rückenwind holen, allerdings, ja. Wäre das gegen Flutterman und Talonflame, die mit die schnellsten Mons im Format sind, vielleicht dann doch nicht die beste Idee. Ja, versuchen wir einfach, das Talonflame hier rauszukriegen. Im Prinzip kommt gleich noch ein Düsenhieb vom Delfin und dann ist das hier auch durch. Ja, Team ist auf jeden Fall sehr stark, immer noch. Also es ist auch tatsächlich so aufgebaut, ist dem einen oder anderen in den Zweikämpfen jetzt sicherlich schon auch aufgefallen, dass man
hier einiges hat, was eben, ja, gut so bis so um die 70% Schaden macht, und dann hat man hier noch so starke Prioritäten überall drauf, wie das Turbo-Tempo von Dragoran, Eissplitter auf Espinodon natürlich zusätzlich noch, und vor allem dann am besten im Regen noch der mächtige Düsenhieb vom Delfin, und so, ja, kann man dann wirklich sämtliche Sachen hier einfach abräumen. Also hier killt wahrscheinlich auch schon der Eissplitter, und dann, ja, darf der Delfin hier leider nicht mehr für den Sieg sorgen hinten raus. Hat aber ja auch das gemacht, was er sollte, ne? Habt ihr auch den Plan gegen Herrascher, gegen Dondoso hier gesehen. Einfach Dunkelnebel weggehast sind die Boosts, und dann war es wirklich einfach Dondoso im Lead tatsächlich auch dann nochmal besonders leicht geworden. So konnten wir gerade mit Delfin vorne dann noch einfach gucken, dass wir das sicher dunkelnebeln. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Also Team werde ich wohl auch mal hier behalten bei mir unter den Leitteams. Ihr habt auch den Code. Kann euch nur empfehlen, damit mal zu spielen. Also vielleicht ist es ja sogar was für euch. Ansonsten ist es auch wirklich sinnvoll zu wissen, wie dieses Team hier funktioniert. Wird euch sicherlich mal begegnen, und dass ihr ein bisschen wisst, was es macht, den Plan dagegen habt. Ja, und damit bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wir bleiben hier dran im Kampfstadion. Macht es gut. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Ciao, ciao.